Der nächste Hadith, welcher der Hadith Nummer 16 ist, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Von Abu Huraira radiallahu anhu, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, beratschlage mich. Er sagte, werde nicht wütend. So hat er dies mehrfach wiederholt und der Gesandte sagte jedes Mal, werde nicht wütend. Überliefert von Bukhari. Dieser gewaltige Hadith, auf dem viele vorzügliche Charaktereigenschaften aufgebaut werden, bedeutet, dass die Person sich von dem entfernt, was in ihm die Wut verursacht. Und ebenfalls, dass wenn etwas geschieht, was ihn wütend macht, dass er nicht wütend wird. Und ebenfalls das, was nach der Wut kommt, vom schlechten Benehmen und schlechten Taten und schlechten Aussagen, dass die Person sich davon entfernt. Yani, dass er nicht das macht, was die Wut in ihn verursacht. Und Ibn Tin, rahimahullah, sagte, dass die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, werde nicht wütend, das Gute der Dunya und der Akhira vereint. Denn wenn eine Person wütend wird, also die Wut, sie bringt ihn dazu, dass er den Kontakt unterbindet, yani dass er das Gute unterbindet. Und es hindert ihn, dass er mild ist. Und vielleicht, sagt er, führt es dazu, dass er der Person, auf der er wütend geworden ist, Schaden zufügt. Und dies vermindert seine Religion. Yani, die Wut kann dich dazu führen, dass du Sachen machst, welche deine Religion vermindern. Welche dein gutes Benehmen und deine gute Stufe in der Religion vermindern. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran diejenigen gelobt, die ihren Zorn beherrschen. Al-Kadhimin al-Ghayb, yani diejenigen, die ihre Wut, ihren Zorn unterdrücken und es beherrschen. Und der Gesandte a.s. sagte, wie Bukhari überliefert, dass die Person nicht stark ist, welche jemanden zu Boden wirft, sondern stark ist nur die Person, die seine Seele beherrscht, wenn er wütend wird. Und ebenfalls wurde uns beigebracht, wenn man wütend wird, dass wir Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Shaitan al-Rajim. Yani, dass man sagt, A'udhu billahi min al-Shaitan al-Rajim, wenn man wütend wird, und das entfernt die Wut von der Person. Und das wurde bei Bukhari überliefert. Und ebenfalls wurde in der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, wenn jemand von euch wütend wird und er steht, soll er sich hinsetzen. Und wenn die Wut von ihm vergeht, ist es gut, und ansonsten soll er sich hinlegen. Dies wurde bei Sunan Abi Dawud überliefert. Und Sheikh al-Abbad sagt, die Männer der Überlieferungskette sind die Männer von Muslim, yani diejenigen, die auch immer Muslim von ihnen überliefert. So entnehmen wir vom Hadith, dass die Sahaba radiallahu anhum bestrebt waren, alles Gute zu lernen, so wie diese Person den Gesandten um einen Ratschlag bittete. Und ebenfalls entnehmen wir vom Hadith, dass man sich entfernt von den Gründen, die einen wütend machen, und auch das, was danach von der Wut kommt. Und drittens, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesen Ratschlag mehrfach wiederholte, deutet klar darauf hin, wie wichtig dieser Ratschlag ist. Yani, dass man nicht wütend wird.